Hallo Leute und willkommen zurück bei The Sims 4. Ich glaube, Julia ist ja gerade erst von der Arbeit gekommen, ne? Sie hat keinen Spaß. Und wir schauen direkt mal, was unsere Pflanzen so machen. Können wir was. Wir können was weiterentwickeln. Ach, wie schön. Die hier auch? Oder sah das gerade nur so aus? Nee, das sah nur so aus. Nee, Moment. Die hier? Nein. Die hier? Ja, ach cool. Die ist jetzt sehr hübsch und die ist großartig, aber ich glaube, es ist der Pilz, oder? Nee. Großartig. Ach, wie cool. Vielleicht bekommen wir jetzt doch noch eine Kuku, ausgezeichnete. was für Garnusch. Nee, es war doch der Pilz. Chimenee, huh? Ach da, Pilzgewächs, hübsch. Okay. Gut, gut. Können wir direkt noch weiter Follow hier me. was am Garten machen? Es Na, Remo. Wie geht's denn eigentlich der Pflanze da hinten? Ach ja, soweit ganz gut, ne? Die wir in der letzten Folge so erfolgreich wiederbelebt haben. Okay, du gießt ein bisschen die Pflanzen. Ich glaube danach, du könntest echt mal schwimmen gehen, ne? Obwohl, nein, ich habe eine bessere Idee. Wir rufen natürlich Ronny an. Wir haben schon ewig nichts mehr mit Ronny gemacht. Was? Ach so, ist Ronny wieder arbeiten oder so? Weil er hier nicht drin ist? Naja, was heißt arbeiten, ne? Ronny arbeitet nicht. Aber anscheinend hat er gerade zu tun, sonst wäre er ja hier drin. Ich war gerade kurz irritiert, dass wir ihn nicht in den romantischen Beziehungen finden, aber na gut. Hier ist er doch. Auf. Hallo Ronny, ich habe ihn ein bisschen umgezogen. Ronny, Ronny, Ronny. Bitten abzuhängen. Ja, komm mal bei uns vorbei, bitte. Wer bist du denn? Kim Schwarz? Ja, ich habe dem Ronny ein bisschen was anderes angezogen. Immer noch. Tag. Ja, wir sehen dich. Immer noch relativ schick, aber halt nicht mehr dieses Schnöselige. Er hatte ja vorher, ich glaube, so ein Polunder an mit Krawatte. Das war dann schon sehr schnöselig. Jetzt ist er ein wenig lockerer angezogen. So, du kümmerst dich aber erst noch um die Pflanzen, ne? Das ist gut. Ich hoffe nur, der Ronny bleibt auch da. Ansonsten rufen wir ihn gleich einfach an. Der kann doch auch. Ja, Ronny, wir sehen dich. Komm doch einfach vorbei. Dann wäre das alles halb so wild. Oh, ein wütender Opa. Ronny, komm doch einfach rein. Mensch. So. Ja, wir sehen dich. Ah, kommt er jetzt? Und was denkt er denn an Kissen? Kissen ausschütteln oder was? Ja, komm, Ronny, geh rein. Julia braucht noch ein bisschen. Ja, ist ja gut. Ja, ich find's gerade irgendwie witzig. Ronny, jetzt geh doch nicht weiter. Geh doch einfach hier rein oder geh in den Garten. Guck mal da hinten. Ja, Ronny, ja. Oh mein Gott, ey. Du bist so gestört, Ronny. Ja, hallo. Ach, es ist schön. Gut, wenn Julia das sowieso noch mit den Pflanzen beschäftigt ist. Komm, Ronny, wink nochmal. Ach, komm schon. Ronny. Ronny, jetzt wink doch mal. So. Ja, ist gut. Weißt du, der läuft jetzt hier auf und ab, sagt 100 Mal Hallo, hallo. Ja. Oh, Clementine, du Süße. Oh, voll die süße Stimme. Ronny ist so bescheuert, ne? Ganz ehrlich. Ja, das dauert ganz schön lange, ne? Dich um den. Oh, Mann. Oh Mann, da ist noch viel zu tun. Ja, der Ronny, warum kommt der nicht vorbei? Läuft er immer noch auf und ab? Dass er aber halt nicht einfach reinkommt, ne? Ja, hallo Ronny. Bitten abzuhängen. Können wir den nicht irgendwie. Ich weiß nicht. Bitten abzuhängen, bitten einzuziehen. So. Nein, Ronny, jetzt komm doch einfach bitte von alleine rein. Kommt der bekloppte Don Lothario? Ronny, jetzt geh da rein. Alter. Ey, das mache ich jetzt die ganze Folge, wirklich. Das ist so toll. So, bist du jetzt mal langsam. Nein, du bist noch lange nicht fertig. Aber mach dir keine Sorgen, dein Typ ist irgendwo da hinten. Der läuft schon nicht weg. Na?
Ah, jetzt geht er mal hier hinten rum. Warum läuft er denn nicht einfach hier so rum und guck mal, was seine Süße da macht? Boah, ist der bescheuert. Vor allem, an was denkt er da? An irgendwelche Akten oder was, die er noch erledigen muss? Ich habe keine Ahnung. Ich spule das jetzt hier mal ein bisschen vor. Oh, da können wir noch eine weiterentwickeln, habe ich gerade gesehen. Nein, dann ist es die hier vorne. Man sieht es immer so schlecht. Ja, die ist es. So, dann machen wir das Ganze hier mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ach, du Arme, du tust mir echt leid, ne? Kein Spaß. Sozial sieht es bei dir schlecht aus. Hunger hast du auch. Ja, so ist das, wenn man hier einmal mit den blöden Pflanzen anfängt, ne? Ja, sie geht endlich zu Ronny. Gut, jetzt hat sie zwar noch nicht. Julia? So, Ronny, wo bist du? Ronny, da steht er rum. Jetzt kannst du Hallo sagen hier zu deiner Süßen. Ja, Ronny, ich muss noch die Pflanzen machen. Wogrichar? Ja, ich wollte jetzt noch ein bisschen am PC und willst du mitkommen? Hier, kannst auch gerne über Nacht bleiben. Nabekuse? Yay! Ja, ganz bestimmt eine Pyjama-Party, Ronny. Danke schön. Nachdem du die ganze Zeit hier wie so ein Bekloppter rumgewunken hast. Oh, hi Kitty. Natürlich wieder im Sportoutfit. So, Ronny, dann komm doch mal mit. Komm doch mal, wir können uns mal hier hinsetzen. Beziehungsweise sie muss noch die Pflanze weiterentwickeln, aber ich glaube, brechen wir das erstmal ab. Ich hoffe nur, er kommt mit. Wir haben ihn jetzt eingeladen. Ja, Ronny, komm doch mal mit zu uns, ne? Kommst du mit, Ronny? Jetzt kommt der Idiot wieder nicht mit. Na, vielleicht gleich, nachdem sie hier die Pflanze weiterentwickelt hat. Eventuell setzt sie sich ja dann hin und dann kommt auch der Ronny vorbei. Okay, Qualität ist gut. Yay! So, Ronny, wo auch immer du bist, kommst du jetzt bitte? Wir wollten hier zusammen sitzen. Ronny? Ah, sehr schön. Ach, wie cool. Ja, weißt du was? Dann hier kannst du mal was grillen. Und zwar ein Hamburger gegrillte Früchte, Fruchtpastete, Kemper-Eintopf. Wir machen mal einen Burger, das ist doch cool. Ronny? Alter, wo ist der Typ? Ronny? Ey. Julie ist auch wieder da, das ist ganz wunderbar. So, du sollst jetzt bitte den Burger machen und dich dann mit Ronny hier hinsetzen. Warum ist der Ronny so störrisch? Das gibt's doch nicht. So, ich brate jetzt erstmal ein paar Burger für uns. Naja, Spaß macht das auch nicht unbedingt, aber naja. Yay, Burger! Jetzt soll ich die alleine essen, oder wie? Na, der Ronny kommt ja nicht. Ich werde mal zum Essen rufen. Leute, kommt essen! Dann kommen die nämlich hoffentlich beide. Ich weiß nicht genau, wie es. Ja, Ronny kommt, das ist schön. Wie sieht es denn mit dir eigentlich aus? Ah, du kommst auch. Ah, wie cool es ist. Ja gut, dann muss einer leider da sitzen, ne? Beziehungsweise, ich glaube sogar zwei. Ich glaube, Ronny wird sich dann auch da hinsetzen. Weil hier ja der Teller steht. Na komm, dann setz dich doch mal hier hin mit deinem Essen. Dann muss da nämlich auch keiner alleine rumhocken. Nimm das ruhig mit, Julia, genau, nimm es mit. Ach, wie schön, mal zusammen hier essen, das ist ja toll. Ja, und? Wie war euer Tag so? Naja, also ich habe noch ein bisschen was mit den Pflanzen gemacht und dann kam Ronny. Ja. Ja, habt ihr nicht mal Lust, Basketball zu spielen? Ronny, was sagst du dazu, Basketball? Ist das dein Ding oder nicht so? Ronny starrt sie die ganze Zeit an, ne? Schaut mal. Jetzt ist die Wand wieder im Weg. Wie Ronny sie die ganze Zeit anguckt. Und stopp, ich muss eben in den Baummodus. Die Pflanze hat mich das letzte Mal schon gestört. Die kommt jetzt definitiv weg. Frinke, probe unser. Abu, bo, Friesack.
Ach, ist das schön, dass die hier mal so beim Essen zusammen sind. Und Ronny natürlich irgendwas sehr Spannendes erzählt. Wie sollte es anders sein? Ja, klar. Ja, ja, passt schon. Wie geht's euch eigentlich? Du hast immer noch keinen Spaß. Ja, aber warum denn nicht? Ich meine, klar, du bist Einzelgängerin, aber trotzdem. Da machen wir mal was Lustiges. Witz über Pinguinen. Lustige Geschichte mit ihr auch mal. Vielleicht hat sie ja dann ein bisschen Spaß. Bei besten Köderredner, ich glaube nicht. Yay! Klopf-Klopf-Witz. Ja, keine Ahnung, das ist jetzt auch nicht so witzig. Und Spaß macht ihr das nicht wirklich? Na, das war ja zu erwarten. Okay, Videospiel, ja, okay. Dir geht's aber auch nicht so gut, ne? Du bist doch schon total müde. Wow, sie hat schon Level 6 der Comedy-Fähigkeit. Das ist ja krass. Pass mal auf, möchtest du noch ein bisschen, ich weiß nicht, noch ein bisschen Geige spielen? Lied spielen, Rock. Und was machen wir denn mal? Weise der Liebende. Machen wir das mal. Ins Bett kannst du später. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ja, ihr quatscht erstmal über den Müll, ne? Das ist klar. Machen wir ihn mal ein bisschen an. Oh. Ach, wie schön. Oh, Ronny. Ach ja, die beiden Verlobten. Ach, schön. Ihr habt mich übrigens schon in den Kommentaren gefragt, wann die beiden... Was war das denn jetzt? Ihr habt mich in den Kommentaren gefragt, wann die beiden denn heiraten werden. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie eine bestimmte Folge oder so abwarte. Ich habe keine Ahnung. Oder ob ich erst warte, bis sie ihre beruflichen Ziele oder so erfüllt haben. Oder ob ich das einfach so zwischendurch mal mache. Ich weiß es wirklich noch nicht. Auf jeden Fall, du bist jetzt ganz müde, ne? Ja, pass auf, dann geh ins Bett. Kannst du schlafen? Auf jeden Fall werde ich diese Hochzeitsfeier gut planen. Werde mich da vorher auch ein bisschen schlau lesen, wie das alles funktioniert, damit auch nichts schief geht. Ihr seid schon süß, ne? Techtelmechtel, ja. Ach, ihr Süßen. Verführerisch flüstern. Oh, mit Videospiel können beeindrucken, ja. Das ist ja super. Ronny, ich kann voll gut zocken, weißt du? Ich bin hier bei Big Block, bin ich immer die Beste. Ich habe auch einmal ein Turnier gewonnen. Naja, ich habe den dritten Platz belegt. Ist ja besser als nix, ne? Ja, ich hab's richtig drauf. Ich bin voll das Gamer-Girl. Ja, ja. So, jetzt muss ich aber auch, ne? Tschüss. Oh Mann, sie hat echt keinen Spaß. Das ist doch so mies. Das ist echt so mies. Ja, pass mal auf. Dann geh noch zur Toilette. Das ist noch okay. Und danach kannst du vielleicht mit Ronny ein bisschen Fernsehen schauen, oder? Ich meine, warum denn nicht? Was hat er jetzt vor? Ronny, du bist ja wohl nicht müde, ne? Oh, setzt er sich dahin. Nee, Ronny, nee, nee, nee. Nickerchen machen. Können wir nicht zusammensitzen? Ich möchte gerne zusammensitzen mit Ronny. Wir können eine Romanze anschauen. Ronny, hallo, hier schläft jemand. Der ist aber auch heute so doof, ne? Ehrlich jetzt. Ach, Ronny, komm. Setz dich dazu, wir gucken eine Romanze. Ja, also ich weiß nicht, ist ja eigentlich nicht so mein Fall, aber na komm, für meine Süße mache ich das mal. So, setzt ihr euch jetzt mal bitte zusammen hin, ihr zwei Schnucki. Ja. Ja. Setzt ihr euch jetzt bitte zusammen... Oh. Setzt euch doch einfach zusammen hin. Och, Ronny. Weißt du, der Fernseher läuft, ist ja mega die romantische... Stimmung hier.
Er möchte anscheinend lieber lesen. Aha. Setz dich mal bitte hin, Julia. Ja, das klappt hier ganz fantastisch mit den beiden, Romanze ansehen. Ja, du sollst dir die Romanze bitte im Sitzen ansehen. Ja. Julia, tust du heute noch was? Was geht denn ab mit den beiden? Tube. Jetzt, jetzt setz sie sich hin, weißt du? Ronny, du hast wirklich ganz netten Hintern. Ja, von hier aus kann ich das gut betrachten. Ja. So ist es doch schön. So, und jetzt könnt ihr hier mal ein bisschen flirten und verführerisch und rumschmusen und alles, was dazu gehört. Aufreizen, posieren. Mamsi. Anmachen. Ah, jetzt läuft der Fernseher auch wieder. So süß. Wie sie die Lippen bewegt, die Unterlippe, wenn man mal so genau hinschaut. Die hören gar nicht mehr auf. Oh. Ach, Ronny. Es ist so schön, dass du da bist. Ja, wir hören gar nicht mehr auf. Sag mal, ist das jetzt gerade ein Bug? Wir machen nämlich immer nur das Gleiche. Ah, nee, jetzt hören wir mal besser auf. Ach, so süß. Ich mag das immer voll, wie er sie dann noch anschaut. Hat sie denn... Ja, sie hat ein bisschen Spaß dabei. Ronny denkt sich so, nö, jetzt aber an den PC. Ja, weißt du was, dann kannst du eigentlich schlafen gehen. Ja, komm, du bist ein bisschen müde. Dann geh mal schlafen. Und an welchem PC? Ronny will jetzt hier an den PC. Na, das war ja klar. Ja, also ich bin noch nicht müde. Ich bin noch hellwach, ja? Deshalb jetzt erstmal ein bisschen Big Block spielen, weil Julia hat mir davon erzählt, sie ist Big Block-Profi und das hat mir ja so imponiert, dass ich mit einem richtigen Gamer-Girl zusammen bin. Und jetzt muss ich natürlich auch hier ja, ein bisschen nachdenken. So, sie legt sich ins Bett. Während Ronny... Was macht Ronny? Ronny? Der pinkelt im... Ich dachte schon, der pinkelt im Stehen. Der hat aber natürlich nur abgespült, weil Julia vorher alles wieder drin gelassen hat. Und zack, wieder an den PC. Oh, was wird gemacht? In Foren provozieren, Ronny? Ja, das ist wahrscheinlich auch dein Fall, ne? Das machen die Mädels ja auch ganz gerne. Hä? Kannst du nicht schlafen, Ronny? Nee, Ronny will nicht richtig schlafen. Ronny will nur ein Nickerchen machen. Du wachst dann auch gleich auf. Es ist Samstag. Habt ihr frei? Nein, 14 Uhr. Hast du frei? Ja, sie hat frei. Ach, wie cool. Oh, wir brauchen Level 6 der Logikfähigkeit. Ja, gut, dass Ronny noch da ist. Können wir eventuell mit ihm ein bisschen Schach spielen? Ah, da ist er schon wieder wach. Und was will er machen? Natürlich, Fernsehen schauen. Da bin ich jetzt mal gespannt, was er sich anschaut. Und vor allem frage ich mich gerade, warum wird hier nicht vorgespult? So, was guckt der Ronny? Oh, was ist das? Western? Ah nee, das ist dieser Abenteuerfilm, ne? Indiana Jones oder die Mumie, sowas ähnliches. Oh ja. In Ägypten auf jeden Fall. Hier das Horusauge. Mhm. Oh Gott, er brennt. Ja, das war fantastisch. Ja, Ronny kannte den Film schon und geht jetzt lieber ein bisschen trainieren. Sag mal. Aufstehen, meine Liebe. Selbstsicher aufstehen, so muss es sein. Und dann wie ein Champion pieseln. Und danach kannst du direkt duschen. Du schläfst noch. Jo, Ronny hat auch neue Sportklamotten. Moment mal eben. Habe ich ihm... Nee. What? Nee, das sind nicht die neuen. Die habe ich ihm ganz am Anfang angezogen. Wir haben sie nur noch nie gesehen. Das ist jetzt ein bisschen blöd mit der Sonnenbrille, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, die muss ich dann doch nochmal wechseln. Auf jeden Fall sieht man, dass er nicht sehr häufig trainiert, ne, Ronny? Ja, ein bisschen Übung brauchst du das schon noch. Aber gut, das war's für diese Folge, die Sims 4. Wo seid ihr denn alle? Ach, du bist noch pieseln.
Und sehr lustig mit Ronny heute. Ich fand's toll. Ich find's schön, dass er mal wieder da ist. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder da. Und zwar beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.